durch Glauben und Feuer. Bruder Elric beginnt seinen ersten Tag als Mönch im Kloster auf der Isle of Ely. Er ist sich der Machtdynamiken nicht bewusst und hat nur ein Ziel: Elric will einen guten ersten Eindruck machen. Bruder Elric, wach auf! Ich lasse die Äbtissin lieber nicht warten. Ich weiß, dass die Reise beschwerlich war, also ließ ich dich das Gebet verschlafen. Guten Morgen, Äbtissin. Vielen Dank. Nun geht die Sonne auf. Die Primen darfst du nicht verpassen. Ich weiß die Ruhepause und den Weckruf zu schätzen. Eine Schwäche meinerseits. Der Name deines Vaters wird dir in Elga ein Stein um den Hals sein. Vor dir liegt ein schwieriger Weg, fürchte ich. Ja, Äbtissin. Nun, es lässt sich nicht ändern. Beweise dich besser früh, ehe du das Ziel von Tratsch und Gerüchten wirst. Das werde ich. Du kannst dein Frühstück mit den anderen in der Küche einnehmen, sobald du die Gebete beendet hast. Frömmigkeit wird hier nicht belächelt, Bruder. Solltest du nach Erfüllung deiner Pflichten zum Gebet in der Kapelle verbleiben wollen, sei versichert, dass du Essen erhalten wirst, solange du dich vor der Tat in der Küche einfindest. Zur Mitte des Morgens? So ist es, mein Sohn. Fotogrammetrie ist nicht nur ein kompliziertes Wort, sondern auch eine innovative Technik zur Erstellung von Texturen. Um möglichst akkurate Oberflächen abzubilden, ist das Grafikteam nach England gereist und hat jeden Quadratzentimeter von Steinwänden und Bodenbelägen genauestens dokumentiert. Manchmal in 12-Stunden-Schichten. Für eine 3 Meter lange Wand mussten 250 Bilder von einer Spezialsoftware zusammengefügt werden. Heraus kamen 3D-Dateien mit Farb- und Tiefeninformationen, die in Texturkacheln unterteilt wurden. Mit diesen Texturen wurden dann die Gebäude im Spiel gestaltet. Damit sie noch realistischer wirken, hat das Grafikteam dann noch Unebenheiten, hervorstehende Steine und Beschädigungen hinzugefügt. Pergament ist für die Ewigkeit. Pergament ist haltbar, sodass die Inhalte von einer Generation zur anderen weitergegeben werden konnten. Diese Eigenschaft erkannt man auch schon zur Zeit der Wikinger. 133 lobte der mercische König Ethelbald die Langlebigkeit der Schriften in einer Charta an Bischof Eldwulf. Er schrieb, welche Gaben Menschen auch mit ihren Worten überreichen, wenn diese Gaben überdauern sollen, dann müssen sie von Buchstaben wiedergegeben und gestützt werden. Menschen wie Ethelbald erkannten, dass das geschriebene Wort ein wertvoller Speicher für Menschen, Orte und Ereignisse sein konnte, die sonst in Vergessenheit geraten würden. Dank dieser Einsicht ist man heute in der Lage, viele Jahrhunderte alte Manuskripte wie dieses hier zu erforschen. Thank you.
Zur Zeit der Wikinger konnten nicht viele Menschen lesen und schreiben. Viele derer, die es konnten, waren kirchliche Würdenträger. Ihre Schriften entstanden in Klöstern und wurden dort auch aufbewahrt. Die meisten englischen Manuskripte aus der Zeit vor der Eroberung, die heute noch erhalten sind, wurden im Mittelalter in einer Handvoll Kirchen aufbewahrt, welche auf der Karte hier zu sehen sind. Weil die Schriftstücke des Klerus erhalten blieben, überdauerte auch die Sichtweise der Kirche und beherrschte die Geschichtsschreibung. Die Kirche stellte die Wikinger als blutdürstige heidnische Rohlinge dar und dieses Bild hält sich bis heute. Doch Voreingenommenheit und politische Motive könnten dazu beigetragen haben, die Kirchenaufzeichnungen der Zeit zu formen. Die Wikinger waren Heiden, also nicht Christen, und die Kirche lehnte diese ab und dämonisierte sie oft. Die Wikinger, welche Klöster überfielen, waren eine verhasste Bedrohung für den Reichtum der Kirche und die Sicherheit der Leute. Außerdem half die Darstellung der Wikinger als rücksichtslose Mörder der Kirche dabei, Widerstand gegen die Eindringlinge zusammenzutrommeln. Die Berichte des Klerus konnten angelsächsischen Anführern im Kampf gegen die Wikinger, ich darf die Prim nicht verpassen, Wikinger dienlich sein. Je schlimmer sie klangen, desto leichter ließ ich mit ihnen Propaganda gegen den Feind. Lesen müssen wir auch nach der Stimme Gottes lauschen, die uns zur rechten Auslegung seines Wortes leitet. Doch wie können wir unserer Auslegung von Gottes Willen sicher sein? Ich weiß, du sehnst dich danach, das Herz Gottes zu verstehen, Oswine. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Reliquien und Heilige. Der Kirche zufolge verlieh die Verbindung zu Gott den Heiligen geheimnisvolle Kräfte. Man glaubte, dass sie bei der Beantwortung von Gebeten helfen, die Kranken heilen und für die Gläubigen auf Erden Fürsprache halten konnten. Frühmittelalterliche Kirchen vermittelten ihrer Anhängerschaft, dass Reliquien dabei halfen, auf die Kräfte des Heiligen zuzugreifen. Christliche Pilger reisten quer durchs Land, um solch heilige Objekte zu sehen und zu berühren, in der Hoffnung, ein Wunder zu erleben. Sie füllten die Kirchen und brachten Geld in die Stadt, Heilige und ihre Reliquien zu verehren und um Dinge zu bitten. Das wurde als Heiligenkult bezeichnet. Aufgrund ihrer Beliebtheit wurden Reliquien in speziellen Behältnissen aufbewahrt, um die Abnutzung zu verhindern. Diese wurden Reliquiare genannt. Wie auf dem Bild zu sehen ist, waren sie oft aus wertvollen Materialien gefertigt. Die wichtigsten und heiligsten Reliquien wurden in einer Kirche aufbewahrt, in welcher der Klerus den Zugang kontrollieren konnte. In der Discovery Tour wollten wir den heiligen Wert darstellen, der Reliquien zugeschrieben wurde. Die Reise der Reliquie von Winchester in unserem Reliquiar ist allerdings rein fiktiv. Amen.
Die Kunst der Illumination, die Anfertigung eines Buches war Teamarbeit. Oft waren viele in der Kunst der Illumination bewanderte Menschen beim Schmücken eines Kodex oder Buches beteiligt und steuerten beeindruckende Malereien und Illustrationen bei. Einige malten Buchstaben in strahlenden Farben und vergoldeten sie mit Blattgold, andere füllten die Seitenränder mit wunderbaren Mustern, die den Text einrahmten und verschönerten. Manchmal gab es keinerlei Wörter auf einer Seite, nur bunte Illustrationen wie in diesem Manuskript aus dem 8. Jahrhundert. Die Lehre von den vier Säften. Blut stand als Körpersaft mit dem Element Luft in Verbindung. Man dachte, es wäre für Gefühle von Freude und Glück verantwortlich. Gelbe Galle stand mit dem Feuer in Verbindung. Durch sie entstand Wut und Impulsivität. Schwarze Galle gehörte zur Erde. Sie brachte Melancholie und Angst hervor. Zu guter Letzt gab es noch den Schleim, der mit dem Wasser verbunden und für Selbstkontrolle und Apathie verantwortlich war. Die Leibessäfte eines Menschen sollten ihre Stimmung und ihr Verhalten beeinflussen. War jemand immer traurig? Vielleicht lag es an zu viel schwarzer Galle, ein bisschen sauer, zu viel gelbe Galle. Die Vier-Säfte-Lehre zeigt, dass mittelalterliche Gelehrte die Welt als eng verflochtenes Gewebe wahrnahmen, wie man in diesem Diagramm aus dem 15. Jahrhundert sieht. Verstanden? Diese Denker Menschen als Mikrokosmos, Miniaturen des ganzen Universums. Jedes Element konnte in jedem einzelnen Menschen gefunden werden. Das Skriptorium. Im Skriptorium arbeiteten, umgeben von Pergamenten und Federkielen, Nonnen und Mönche, um im Schweiß ihres Angesichts Texte zu schaffen, abzuschreiben, zum Beispiel mit Gold zu schmücken, Illumination. Und die meisten dieser Werke waren auf Latein, aber einige auch auf Altenglisch verfasst. Nicht alle Mönche und Nonnen arbeiteten im Skriptorium. Es wurden zwar alle als Teil ihrer klösterlichen Ausbildung im Lesen und Schreiben unterrichtet, doch nur die begabtesten und sorgfältigsten kamen dorthin. Der Mönch, welcher dieses Bild des heiligen Matthäus an seinem Schreibtisch anfertigte, hieß wahrscheinlich Edwig Bazan. Er wurde aufgrund seines Talentes und seiner Genauigkeit als Schreiber ausgewählt. Das Porträt von Matthäus zeigt einige Aspekte der Arbeitsumgebung eines Schreibers. Den Stuhl und das Tintenfass an der Ecke des Schreibtisches. Christliche Heilkunst. Die Menschen des Frühmittelalters glaubten, dass Dämonen und Elfen für einige Krankheiten verantwortlich seien und suchten nach übernatürlichen Heilmitteln. In einigen Fällen wurde Kranken eine religiöse Kur verschrieben. Ihnen wurde nahegelegt, zu fasten, zu beten oder auf Pilgerfahrt eine religiöse Reise zu gehen. Der Pilger in dieser Illustration ist in der Hoffnung, geheilt zu werden, zum Grab eines Heiligen gereist. Man konnte um Hilfe bei den Heiligen religiöse Figuren mit angeblicher Nähe zu Gott ersuchen. Man glaubte, dass heilige Wunder wirken und die Kranken heilen konnten. Christen konnten sich etwas holen, das Heilige getragen oder berührt hatten.
es einer Mixtur beimischen, trinken und hoffen, dass die wundersamen Kräfte der Heiligen das ihre taten. Das Maß der Zeit. Laut Beda, dem Ehrwürdigen, leitet sich das lateinische Wort für Zeit, Tempus, von Temperamentum ab, was unter anderem in etwa Maß bedeutet. Diese Herleitung legt nahe, dass Zeit und Maß konzeptionell eng miteinander verwoben sind und dass die Zeit auch im Mittelalter etwas Messbares war. Die Gründe dafür, die Zeit messen zu wollen, unterschieden sich allerdings von denen der modernen Gesellschaft. Es wurde nicht berechnet, wie viele Stunden und Minuten die Erfüllung einer bestimmten Aufgabe brauchte. Der Ablauf des Tages wurde vor allem durch den Stand der Sonne bestimmt. Die Zeitmessung war allerdings überaus wichtig, um die religiösen Feiertage zu bestimmen. Mittelalterliche Gelehrte grübelten zum Beispiel oft und lange über das genaue Datum des Osterfestes nach. Die Bestimmung des Zeitpunktes für einen derart heiligen Feiertag war ein komplexer Prozess und bedurfte genauer Kenntnisse der Zeitmessung und der Arithmetik. Wie konnten damals mathematische und astronomische Berechnungen ohne Taschenrechner ausgeführt werden, indem beispielsweise an den Händen bis 9999 gezählt wurde, wie in diesem Manuskript zu sehen ist? Eli oder Elge, ein Kloster für alle, Gründerin und Äbtissin, war Königin Aeteltrüd von Northumbria. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Über die Jahrhunderte kannte man sie auch als Aeteldreda, Aetelreda oder Audrey, Namen, die mit der deutschen Edeltraut verwandt sind. Sie starb 679 und wurde in einem einfachen Holzsarg begraben. Jahre später wurde dieser geöffnet, um ihre Überreste in einem nahegelegenen Marmorsarkophag zu überführen. Der Legende nach waren jene, die in ihr Grab blickten, schockiert. Denn obwohl sie schon viele Jahre tot war, zeigte ihr Körper keine Anzeichen von Verwesung. Der unglaubliche Erhalt ihres Körpers wurde als Wunder angesehen und sie wurde zur Heiligen erklärt. Dieses illuminierte Manuskript hebt ihren heiligen Status durch Gold hervor. Gold symbolisierte Heiligkeit, Wichtigkeit und eine direkte Verbindung zu Gott. Thank you.
Essenszeit. Und da ward sie Äbtissin. Sie trug wollene Gewänder und badete selten in warmem Wasser, außer vor Ostern und dem 15. Tag und dem Tag der Taufe Christi. Und während des Tages aß sie kaum mehr als eine Mahlzeit, und von der Matutin an blieb sie in der Kirche und betete bis zum Morgen. Und durch den Geist Gottes selbst sagte sie voraus, dass sie diese Welt verlassen würde. Fasten und Gebete sollten den Klerus läutern und den Willen gegen dämonische Versuchungen wappnen. Selbst wenn sie nicht fasteten, wurden Nonnen und Mönche angewiesen, eine strenge Diät einzuhalten. Es ist zwar nicht viel über die Essgewohnheiten im 9. Jahrhundert bekannt, doch kann die Geschichtsforschung Vermutungen auf Grundlage der Ernährung des Klerus im 10. Jahrhundert anstellen. Es ist wahrscheinlich, dass Mönche und Nonnen überwiegend vegetarisch lebten. Fleisch oder Fisch wird es nur zu besonderen Anlässen gegeben haben. Ein Beispiel wurde hier illustriert. Aus Gründen der Askese waren dem Klerus wahrscheinlich nur ein oder zwei Mahlzeiten pro Tag gestattet. Und sie verließ sie tatsächlich und ward 16 Jahre lang begraben. Und als ihr Körper wieder hervorgeholt wurde, fand man ihn ohne Spuren von Verwesung, als wäre sie just an jenem Tag verstorben. Und als sie in das Grab gelegt worden ward, hatte eine große Wunde an ihrem Halse geklafft. Doch als man sie erneut erblickte, war diese verheilt und keine Spur war davon zurückgeblieben. Geht es dir gut, Bruder Oswine? Am Tisch des Herrn muss Stille herrschen. Bruder! Bring ihn auf die Krankenstube, wenn es denn sein muss. Der Bischof wird jedoch von deiner Missachtung erfahren. Sag mir, Oswine, wo tut es weh? Überall, Bruder. Es ist, als brannte es in meinen Adern. Ich finde etwas, um deine Schmerzen zu lindern. Versprochen. Ständigen Mönch finden. Das war Vater Bertwald, oder? Ich hoffe, du kannst diesen Kranken selbst behandeln. In seiner unendlichen Weisheit gab Gott mir nur zwei Hände. Der Kranke spricht von Feuer in seinen Adern, Vater. Ein ungewöhnliches Leiden, zu dem ich nichts auswendig weiß. Die Schreiberlinge kopieren häufig Heilmittel im Skriptorium. Vielleicht findest du dort etwas, das dir hilft. Andernfalls kann dir auch Schwester Winifred Antwort geben. Ja, Vater. Das Skriptorium. Richtig, ich erinnere mich, wo das ist. Kann ich dir helfen, Bruder? Nein!
Ich werde das... Pech gehabt. Ich muss Schwester Winifred fragen. Schwester Winifred, ich habe gesucht, aber kein Heilmittel gefunden. Sag mir, was hilft gegen Feuer in den Adern? Wahrlich, das ist nicht leicht. Oxas Rezept bei Schmerzen sollte uns nützlich sein. Man braucht dafür zweifach gebrautes Ale, Honig, Mutterkraut und Wermut. Angesichts der Überfälle in der Umgebung und des frühen Frostes könnte Letzteres schwierig werden. Kann ich ihn durch etwas ersetzen? Nun, ich habe gehört, der Staub von einer Reliquie könne Wunder wirken. Hier in Ilge sind wir mit mehreren gesegnet. Wenn du etwas davon sammelst, setzen sich die Heiligen vielleicht für deinen Kranken ein. Danke, Schwester. Gott segne dich. Zweifach gebrautes Ale, Honig, Mutterkraut und der Staub von einer Reliquie. Das sollte einfach sein. Ale könnte es in der Küche geben. Ich undete Christus von Jemenes. Eine gefunden, drei verbleiben. Die Reliquie wird hinten in der Kapelle aufbewahrt. Das macht zwei. Die Hälfte geschafft. Wollten hier in der Gegend Honig sammeln. Ein Leben voller Gebete. Arbeit auf dem Feld, Bäume fällen, Stoffe weben und Gartenarbeit standen auf dem Tagesplan von Nonnen und Mönchen. Einige hielten sogar Bienen, wie diese Illustration zeigt. Diese Aufgaben waren eine Form des Gebets. Harte Arbeit wurde als Weg angesehen, mit Gott in Verbindung zu treten. Doch Mönche und Nonnen zu beschäftigen, hatte nicht nur zum Ziel, sie Bescheidenheit und Selbstständigkeit zu lehren, sondern auch sie von Regelverstößen abzuhalten. Nehme ich ihn mir einfach, oder? Vorsichtig, Bruder. Du willst doch nicht gestochen werden. Die Bienen bewachen ihren goldenen Schatz voll Eifersucht. Ich brauche Honig für ein Heilmittel. Kannst du mir helfen? Sicherlich. Nimm den Honig dort vom Tisch. Ich sammle der Äbtissin einfach neuen. Hab Dank, Schwester. Gott segne dich. Und das war die dritte. Nun zur letzten.
Das englische Wort Honeymoon für Flitterwochen kommt vom skandinavischen Brauch, Neuvermählten eine Monatsproduktion Met zu geben. Zu viel Met also. Doch Honig wurde von den Angeln ebenso geschätzt wie von den Nordleuten. Deshalb war es sehr wichtig, ihre Art der Bienenhaltung so originalgetreu wie möglich darzustellen. In Übereinstimmung mit der echten Flora jeder Region haben die Leveldesigner deshalb Flachsfelder, Mohnfelder und Heiden gestaltet, die den Spielern einen nahtlosen Übergang zwischen den Umgebungen bieten und die Orientierung erleichtern. Die weithin sichtbaren Bienenstöcke, in deren Nähe NPCs bei der Honigernte zu sehen sind, dienen als natürliche Wegweiser. Oder Wegbrummer. Sorry. Mutterkraut hat es am liebsten sonnig und die Bienen der Schwestern meiden es hoffentlich. Wie sieht Mutterkraut doch gleich aus? Einen guten Morgen, Bruder. Was führt dich in den Wald? Guten Morgen. Weißt du, wo Mutterkraut oder Wermut wachsen? Dies Jahr gibt es keinen Wermut mehr. Und Mutterkraut findest du dort. Die kleinen weißen Blüten wie Gänseblümchen. Ich danke dir, Bruder. Gott segne dich. Ich habe alles zusammen. Nun kann ich es vermischen. Baals Leech Book ist der Name eines Arzneibuchs aus dem 10. Jahrhundert, das zeigt, wie der Glaube an Magisches in der Welt der Medizin überlebt hat. Das Buch enthielt Heilmittel gegen Krankheiten, die von Elfen, Kobolden oder dem Teufel höchstpersönlich verursacht worden sein sollen. Die Diagnose Elfenkrankheit beschrieb beispielsweise einen stark stechenden Schmerz, wahrscheinlich aufgrund der Annahme von einem Elfenpfeil getroffen worden zu sein. Das Buch enthielt auch Vorschläge, Angriffe eines Feindes abzuwehren, der schon eher dem christlichen Kanon entsprang, nämlich des Teufels persönlich. Auf dieser Seite des Arzneibuchs wird ein Heilmittel gegen alle Feondes Costungum dargeboten, gegen alle Verführungen des Teufels sozusagen. Die Grafik- und Designteams haben verschiedene Waldarten benutzt, um die englischen Königreiche zu strukturieren. Eichen, Efeu und Ebereschen in Westsexe, Heidelandschaften, Kiefern, Moos und Weiden in East Anglia, Buchen, Glockenblumen und herbstliche Birken in Mercia und Tundrabüsche, Ginster und tote oder eingefrorene Bäume in Nordhümbre. Ubisoft Sofia hat sogar den Wistman's Wood in Hamptonshire nachgebaut und sich an den Fotos orientiert, die das Team bei der Recherche gemacht hat. Dafür wurden alte, mittelgroße Bäume, ein paar Felsen und jede Menge Moos und Nebel benutzt, um die geheimnisvolle Atmosphäre abzurunden. Thank you.
Klosterplünderungen. Für die Skandinavier des Mittelalters unterschieden sich die Angriffe auf Klöster möglicherweise nicht von anderen Raubzügen. Neu in der Gegend und mit christlichen Einrichtungen nicht vertraut, konnten die Wikinger ein Kloster nicht unbedingt von einem anderen Gebäude unterscheiden. Es gibt noch einen anderen Grund, warum Klöster besonders verführerisch wirkten, nämlich ihre Standorte. Wie man hier sieht, wurden Klöster wie Lindisfarne häufig an Wasserstraßen errichtet. Sehr zum Schrecken der Nonnen und Mönche waren sie ein leichtes Ziel für Wikinger, Plünderer, die per Boot reisten. Da das Kloster auf der Isle of Ely zerstört worden war, mussten sich die Grafik- und Level-Design-Teams ihre Inspiration woanders herholen. Und zwar von der Abtei Saint-Martin-du-Canigou in Frankreich. Obwohl das Gebäude 2 Jahrhunderte älter ist als die Zeit, in der Assassin's Creed Valhalla spielt, bot es doch eine interessante Architektur und eine spannende Umgebung. Es liegt idyllisch auf einem Hügel, ein Kreuzgang schafft eine klare Perspektive und der Glockenturm bietet einen spektakulären Aussichtspunkt. Wir haben noch einen Tunnel hinzugefügt, der sich für Überraschungsangriffe anbietet. Aber einiges ist durchaus akkurat. In den Gewässern um das Kloster wurden Aale platziert, um auf die Herkunft des Namens Ely zu verweisen. Klöster und ihre vielen Rollen. Klöster dienten vielerlei Zwecken und Bedürfnissen. Pilger und andere Besucher suchten dort nach Unterkunft, Ratschlägen, Medizinbildung und vielem mehr. Wie in diesem Bild zu sehen ist, konnten Klöster sehr groß werden, um die Bedürfnisse ihrer Gemeinde erfüllen zu können. Klöster gehörten damals zu den größten Landbesitzern und somit oft auch zu den größten Arbeitgebern in ihrem Einzugsbereich. Da sie das Land und die Lebensgrundlage der Menschen kontrollierten, hatten Klöster eine immense Machtposition und konnten die politische Landschaft grundlegend mitgestalten. Wegen ihrer Autorität und ihres Einflusses waren Klöster wichtige Treffpunkte für die mächtigen Eliten. Die Aristokratie und selbst Mitglieder von Königshäusern trafen sich oft in Klöstern, um über politische Angelegenheiten zu sprechen. Häufig wurden diese Adligen von einer großen Gefolgschaft begleitet, was die Klöster vor ebenso große Herausforderungen stellte. Nicht nur musste ein Kloster all diese Gäste mit Essen versorgen, es musste auch stets darauf geachtet werden, dass die Mönche und Nonnen von den vielen weltlichen Besuchern nicht zu sündhaftem Verhalten verleitet wurden. Schwester Winifred hat mir das Rezept aus dem Skriptorium gebracht. Und nun darf ich voller Freude feststellen, dass du dich auch mit den Mischutensilien auskennst. Hätte Gott dich nur früher geschickt, die Krankenstube wäre in weitaus besserem Zustand. Ich verbrachte viele Sommer damit, Wickel für die Leute in Cantwarebruch zu mischen. Dann werde ich zusehen und hoffentlich selbst einige Kniffe lernen. Was war die erste Zutat in Schwester Winifreds Heilmittel? Die erste Zutat ist zweifach gebrautes Ale. Welche zwei Zutaten hast du im Wald gesammelt? Oh ja.
Das waren Mutterkraut und Honig, um den Hals zu beruhigen. Was schlug Schwester Winifred vor, womit du die letzte Zutat ersetzen könntest? Der Staub von einer Reliquie soll viele Leiden heilen. So, fertig. Das sollte Bruder Oswinas Schmerz lindern. Hier, Bruder, trink das. Es wird deinen Schmerz lindern. Hab Dank, Bruder. Ich spüre bereits, wie es wirkt. Welch ein Glück, dass Gott dich in der Zeit meiner Not geschickt hat. Ruh dich nun aus. Bald schon bist du wieder auf den Beinen. Bruder Elric, du musst sofort kommen. Was gibt es denn, Bruder? Hörst du nicht die Glocken? Die Äbtissin verlangt umgehend deine Anwesenheit in der Kapelle. Ich komme, sobald ich Bruder Oswine geholfen habe. Nein, du musst sofort gehen. Beeil dich! Ich hoffe, die Äbtissin erzählt mir, was vor sich geht. Was geht hier vor sich? Komm mit mir, Bruder Elric. Die Heiden sind auf dem Weg und wir müssen die Reliquie verwahren, ehe sie ankommen. Dann werden wir alle gemeinsam fliehen? Nein, Bruder. Die anderen bereiten sich auf den Kampf vor. Sammle bitte die Reliquie ein. Ich muss euch von eurer Ruhestätte fortbringen. Äbtissin! Lass mich nicht zurück! Komm nun, uns bleibt kaum noch Zeit. Bring die Reliquie zu deinem Vater. Unsere Familien mögen kein Band der Liebe teilen, doch halten wir es gleich mit dem Herrn. Er wird wissen, was zu tun ist. Dieser Mann ist mir ein Fremder. So wie unser Herr Jesus Christus, als er für unsere Sünden am Kreuze starb. Hilfe ereilt dich oft aus unerwarteter Hand, Bruder. Nun folge mir, schnell! In die Katakomben. Schnell und ohne ein Geräusch. Der Herr ist mein Hirte. Er wird nichts machen. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser.
die Äbtissin opfert sich für seine Flucht. Nun ist Bruder Elric allein mit einer wertvollen Reliquie im Feindgebiet. Um König Alfreds Hof zu erreichen, muss er durch von Wikingern verwüstetes Land und beten, dass er nicht entdeckt wird.